In modernen AAA-Games ist es oft gar nicht so leicht herauszufinden, welche Art von Erlebnis die Entwickler eigentlich erschaffen wollten. Wir alle kennen sie mittlerweile zu Genüge. Riesige digitale Welten voller Features, Fortschrittsmechaniken und Aufgaben. Die fühlen sich aber oft nur wie Beschäftigungstherapie an. Es fehlt der rote Faden, eine zielgerichtete Vision, die alles zusammenhält. Auch Dragon's Dogma 2 ist ein Projekt voller Superlative und Möglichkeiten. Aber in einem kleinen Detail, das den meisten vielleicht gar nicht auffällt, zeigt sich für uns, dass die Entwickler hier ein klares Ziel vor Augen hatten. Wenn wir nach einer langen Reise an einem Rastplatz ankommen und unser Zelt aufschlagen, versammeln wir uns mit unseren Begleitern ums Lagerfeuer. Hier können wir eine deftige Mahlzeit kochen, um einen Buff zu erhalten oder uns schlafen legen, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Wir dürfen uns aber auch neben das Feuer knien und Brennholz nachlegen. Scheit für Scheit sehen wir uns einfach nur die Flammen an und hören dem Knistern zu. Einen spielerischen Nutzen hat das nicht. Aber wir können es trotzdem tun, weil es verstärkt, was Dragon's Dogma 2 ganz besonders auszeichnet. Das Gefühl, mit unserem Team ins Unbekannte aufzubrechen und ein echtes Abenteuer zu erleben. Und für diese Stimmung opfert Dragon's Dogma 2 so einige Komfortfunktionen und kommt auch gerne mal etwas altmodisch daher. Aber die Vision geht auf. Und wie? Wer den Vorgänger gespielt hat, dem wird vieles in Dragon's Dogma 2 sofort vertraut vorkommen. Wir bauen uns in einem irrsinnig detaillierten Charaktereditor unsere Figur zusammen. Dabei dürfen wir uns auch zwischen zwei Rassen entscheiden, die die beiden Königreiche der neuen Spielwelt bevölkern. Die Prämisse ist simpel. Ein roter Drache, der Vorbote der Apokalypse, ist erschienen. Weil wir ihm chancenlos, aber tapfer entgegentreten, reißt er uns das Herz aus der Brust und macht uns so zum Erweckten. Wir werden zum klassischen Helden aus der Prophezeiung, der losziehen und ihn erschlagen soll. Als Erweckter sind wir auch in der Lage, mit der Vasallenlegion zusammenzuarbeiten. Das sind Begleiter, die aus einer anderen Dimension geholt werden und uns aufs Wort gehorchen. Unseren Hauptvasall erstellen wir selbst. Die anderen beiden werden offline vom Spiel oder online von anderen Spielern zusammengebaut und nur ausgeliehen. Weite Teile der Story befassen sich im Gegensatz zum konfus erzählten Vorgänger zumindest mit einem klaren Problem. In Wernworth, der Hauptstadt der Menschen, sitzt schon ein anderer Erweckter auf dem Thron. Eigentlich darf es aber nur einen geben. Damit uns das intrigante Königshaus nicht sofort einen Kopf kürzer macht, sind wir gezwungen, verdeckt zu arbeiten. Wir brechen mehrmals ins Schloss ein und sammeln Indizien gegen den falschen Erweckten. Das klingt spannend und ist wegen der guten englischen Vertonung und Inszenierung auch unterhaltsam anzusehen. Eine echte Bindung zur Geschichte und ihren Figuren haben wir aber nicht aufgebaut. Charaktere und Erzählstränge werden eingeführt und gleich wieder fallen gelassen. Ein Mitspracherecht oder eine formbare Persönlichkeit hat unser Erweckter auch nicht. How is a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. In der Mitte des Spiels brechen wir nach Batal auf, ins Reich der Katzenmenschen. Da, und vor allem, wenn es plötzlich aufs scheinbare Finale zugeht, ist es kaum noch nachvollziehbar, warum wir dieses und jenes gerade eigentlich tun. Wegen der Qualität der Story spielt man Dragon's Dogma 2 also nicht. Viel überzeugender ist da das Quest-Design, sowohl bei den Hauptaufträgen als auch bei den Sidequests. Das beweist nämlich Mut zur Lücke. Wir bekommen oft nur grobe Indikatoren, was als nächstes zu tun ist und müssen uns aus dem Kontext erschließen, wie wir vorankommen. Manche Ereignisse passieren nur zu bestimmten Tageszeiten oder werden gleich mit einem Zeitlimit versehen. Wir verlieren Charaktere aus den Augen und treffen sie zufällig irgendwo anders wieder. Teils schaffen wir Aufträge nur, weil einer unserer Vasallen sie bereits mit seinem Schöpfer in dessen Spiel gemacht hat. Auch beim Finden von Schatztruhen und Items ist die Kompetenz der KI-Begleiter wichtig. Während wir durch die zerklüftete Landschaft wandern, weisen sie uns permanent auf interessante Dinge hin, die sie entdecken oder schon aus ihrem Spiel kennen. Und nur dann werden sie temporär auf unserer Karte markiert. Aussichtstürme, die massenhaft Fragezeichen aufdecken, gibt es bei Dragon's Dogma 2 nicht. Symbole über den Köpfen von Questgebern?
ebenfalls Fehlanzeige. Aufträge bekommen wir, indem wir auf eigene Faust NPCs anquatschen oder beim Bummeln durch die Städte angequatscht werden. All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. Dass das Spiel einen eigenen Kodex für all seine Figuren mit Bildern und Wohnorten mitbringt, ist kein Zufall. An einer Stelle mussten wir sogar nachschlagen, weil wir nicht mehr wussten, wie der Kerl, bei dem wir unsere Quest abgeben sollten, überhaupt aussieht. Was für Komplettisten nach einem wahrgewordenen Albtraum klingt, versetzt Oldschool-Gamer in selige Zeiten zurück. Zeiten, in denen Spiele noch geheimnisvoll sein durften und nicht jeder alle Inhalte auf dem Silbertablett serviert bekam. Das muss man natürlich mögen. Wir können euch versichern, dass wir es trotz des Testzeitdrucks und ohne Hilfe von außen problemlos durch die Hauptquest geschafft haben. Wir waren allerdings doch ganz schön baff, wie viel Capcom bereit ist, noch dahinter zu verstecken und vor allem verpassbar zu machen. Ebenso begeistert haben uns die actiongeladenen Kämpfe. Die lassen den Großteil der Rollenspielkonkurrenz aussehen wie eine zweitklassige LARP-Veranstaltung. Ob als Krieger, Magier, Dieb oder Bogenschütze, das Spiel erzeugt ein kinetisches, instinktives Kampfgefühl. Wir bringen mit unserer Truppe etwa ein großes Monster zu Fall, indem wir seine Flügel anzünden, stechen martialisch auf Schwachpunkte ein oder schleudern kleine Feinde durch die Gegend. Thematisch ist es eher in der Light-Fantasy zu Hause. Trotzdem zeichnet Dragon's Dogma 2 eine Welt, in der Monster auch wirklich Monster sind und sich niemand zurückhält. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat. Immerhin können wir jederzeit unser Inventar öffnen und uns High-Items reinkippen. Trotzdem verlangen die Kämpfe Engagement und überlegtes Vorgehen. Das haben wir vor allem als Krieger zu spüren bekommen. Wenn wir von einem schwer gepanzerten Goblin umgehauen werden, zögern seine Kollegen nicht, uns am Boden weiter zu vermöbeln. Ein Zyklop wartet auch nicht darauf, dass wir wieder aufstehen können, bevor er zum nächsten Stampfer ansetzt. Wenn wir einen weiblichen Charakter spielen, kann es auch schon mal vorkommen, dass wir von einem sabbernden Oger in den Wald geschleift werden. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Vasallen wären wir in solchen Situationen aufgeschmissen. Da ist es umso erfreulicher, dass die Kollegen in den meisten Fällen wirklich alles geben. Haben wir einen Magier im Team, können wir uns darauf verlassen, dass er unsere Waffen mit passendem Elementarschaden verzaubert. Geht uns durch den Einsatz der vielen Skills die Puste aus, kommt zuverlässig jemand vorbeigelaufen und päppelt uns wieder auf. Und wenn wir es geschafft haben, einen großen Feind umzuwerfen, wird von allen Beteiligten gnadenlos draufgehalten. Hier und da lässt uns ein Vasall mal auf den Boden klatschen, statt uns aufzufangen, oder nimmt sich ein bisschen zu viel Zeit dabei, uns hochzuhelfen. Insgesamt haben wir aber kaum Gründe, über die KI zu meckern. Das erzeugt trotz des nicht vorhandenen Koop-Modus ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Jeder erfüllt die Rolle, die ihm bei der Klassenauswahl zugewiesen wird. Von diesen Klassen oder Laufbahnen gibt es 10 Stück, jede mit eigenem Equipment und Spielstil. Nahkampfklassen verwenden klassische Hack-and-Slay-Manöver, die sich durch die Einbeziehung der Physik allesamt wuchtig anfühlen. Magier, Bogenschützen und magische Bogenschützen feuern effektreich aus dem Hintergrund und sind vor allem bei fliegenden Gegnern im Vorteil. Die muss ein Nahkämpfer oft erst erklettern. Dieb und Trickster setzen auf Schnelligkeit und Täuschungsmanöver. Unsere eigene Klasse und die unseres Hauptvasallen dürfen wir in der Laufbahn-Gilde wechseln und mit vielen Skills ausstatten. Leider lassen sich aber immer nur 4 aktive Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten, wodurch wir situationsspezifische Skills meistens liegen gelassen haben. Es kann auch eine Weile dauern, bis die voll beladene Controllersteuerung verinnerlicht ist. Dass es weder eine Lock-on-Funktion noch eine Ausweichrolle für alle Klassen gibt, lässt manch hektischen Kampf umständlicher als nötig werden. Beim Klettern auf Gegnern ist außerdem oft nicht klar, wo gerade vorne und hinten ist. Das erfordert eine Neupositionierung und kostet wertvolle Ausdauer. Selbst mit diesen kleinen Störfaktoren ist das System aber insgesamt ein durchschlagender Erfolg. Abseits von Souls-Likes gibt es nur wenige Rollenspiele, in denen es so riesigen Spaß macht, gegen so riesige Gegner zu kämpfen. Einen großen Teil trägt die erstklassige Präsentation bei. Vor allem in puncto Detailgrad von Monstern und Umgebung lässt die RE-Engine die Muskeln spielen. Die pompösen Effekte sind auch nicht von schlechten Eltern. Wenn wir zu Beginn durch die Waldlandschaften des Menschenreichs Vermin streifen, sich jedes Grasbüschel bewegt und die Beleuchtung durch die Bäume schimmert, kommt ordentlich Atmosphäre auf. Dragon's Dogma 2 ist dabei nicht wie Elden Ring voller Monumentalarchitektur und Kreaturen direkt aus dem Horrorfilm. Es zeichnet ein geerdetes, westliches Fantasy-Setting, wodurch der Kontrast zum Effektgewitter in den Kämpfen umso besser wirkt.
Ob die auf Konsole angepeilten 30 FPS bei der Optik und dem großen, aber auch nicht gigantischen Scope des Spiels gerechtfertigt sind, darüber lässt sich sicher streiten. Eine optionale Begrenzung auf runde 30 Bilder sollte Capcom aber noch einbauen. Abseits davon haben wir auf der PS5 kaum was zu meckern. Auf allen Plattformen hat das Spiel Probleme mit nachladenden NPCs in großen Städten. Umhänge klippen außerdem ständig durch Rüstungen und Schilde. Die beiden Hauptstädte sind die einzigen Orte, an denen die Performance auf unserem Test-PC spürbar einbrach. Das sollte bei einer RTX 4080 mit aktiviertem DLSS natürlich nicht passieren. Gut möglich, dass das Spiel nicht nur die Grafikkarte, sondern vor allem den Prozessor extrem beansprucht. Das würde zumindest die fehlenden Performance-Modi auf Konsole erklären. Ein Manko, das sich weder durch Hardwarehunger noch durch das bewusst altmodische Game Design erklären lässt, ist Dragon's Dogmas Speichersystem. Das Spiel hat nur einen einzigen Spielstand, den es andauernd und ohne uns zu fragen überschreibt. Nein, das ist kein Speicherplatz wie bei Elden Ring, der uns mehrere Charaktere anlegen lässt. Es gibt einen Platz für einen Charakter. Und das Spiel lässt uns den kompletten Save löschen, wenn wir nochmal ganz von vorne anfangen wollen. Wir können nur vermuten, was Capcom da geritten hat. Es könnte etwas mit dem Vasallensystem zu tun haben. Die werden von anderen Spielern immer auf dem Level und mit dem Equipment ausgeliehen, das sie in unserem Spiel gerade haben. Aber selbst wenn es einen guten Grund gibt, wir hätten sehr gerne verschiedene Charaktere und Spielstände angelegt, um freier Dinge ausprobieren zu können. Immerhin wirkt Dragon's Dogma 2 wie prädestiniert dafür. Eine Warnung noch an der Stelle: Wenn ihr nach dem Tod die Option auswählt, am letzten Gasthaus zu starten, ist damit ausdrücklich das letzte Gasthaus gemeint, in dem ihr übernachtet habt, nicht das letzte, das ihr betreten habt. Weil das miese Speichersystem sofort nach dem Laden unseren einzigen Save überschreibt, haben wir mit dieser Option zu Beginn des Tests einmal locker 2 Stunden Fortschritt vernichtet. Um das Ganze aber wieder zu einem versöhnlichen Ende zu führen, möchten wir noch über eine der besten Qualitäten des Spiels reden, das eingangs erwähnte Abenteuergefühl. Hier gehen die Designentscheidungen nämlich voll auf. Dragon's Dogma 2 verzichtet bewusst auf viele Markierungen auf der Weltkarte und auch ein komfortables Schnellreisesystem sucht man vergeblich. Teleportieren können wir uns nur an wenige Orte und auch nur dann, wenn wir einen seltenen Verbrauchsgegenstand benutzen. Deswegen reisen wir erstmal überall zu Fuß hin, durch eine zerklüftete Welt, deren Karte nur aufgedeckt wird, indem wir sie erkunden. Daneben gibt es noch Linien, auf denen Ochsenkarren verkehren. Die werden unterwegs aber oft angegriffen oder fallen gleich ganz aus, wenn die Monsterpräsenz zu hoch ist. Bevor wir überhaupt losziehen, füllen wir unser Inventar mit Heil-Items und Camping-Ausstattung. Außerdem sollten wir darauf achten, nicht zu spät aufzubrechen, damit wir nicht mitten in der Nacht in der Wildnis stranden. Selbst mit aktivierter Laterne sehen wir im Dunkeln nur mehrere Meter weit und die Monster werden sehr viel gefährlicher. Unsere maximale Lebensenergie sinkt mit jedem eingesteckten Treffer und besonders stark, wenn wir getötet werden und den letzten Speicherpunkt laden müssen. Wiederhergestellt wird die Leiste, indem wir schlafen. Das passiert entweder ziemlich teuer im Gasthaus oder an Feuerstellen irgendwo in der Prärie. Klingt stressig? Glaubt uns, das ist es oft auch. Aber das Gefühl nach einem harten Kampf, die Rauchschwaden eines Lagerfeuers zu entdecken, das Zelt aufzuschlagen und am nächsten Morgen wieder aufzubrechen, gibt all dem fehlenden Komfort einen Sinn. Es lässt die Vision eines Spiels erkennen, bei dem wir genau das tun, wofür Open Worlds eigentlich gedacht sind. Ein echtes Abenteuer erleben. Und zwar auf eigene Faust. Dragon's Dogma 2 ist ein bildhübsches Spiel, das seine Eigenheiten mitbringt, an die man sich erst gewöhnen muss. Ein Spiel, in dem die eigenen Geschichten oft viel interessanter sind als die vorgefertigten. Aber vor allem ist es eines, das einfach so unverschämt gut unterhält, dass wir es so schnell nicht mehr aus der Hand legen werden.